Willkommen zur ersten Ausgabe vom Solida Podcast. Mit mir ist heute Timo Prosait, aka Eichhorn. Guten Abend. Und ich bin Julian Fehn, aka Jim. Da dies unsere erste Ausgabe ist, wollen wir uns auch einmal kurz etwas genauer vorstellen, inklusive einer kleinen Zusammenfassung, was wir eigentlich mit dem Podcast hier machen wollen und warum wir das Ganze machen. Unser Podcast wird sich aufteilen in die Bereiche Filme, Musik und Spiele. Dabei werden wir sowohl Neuigkeiten oder Sachen abarbeiten, die uns persönlich interessieren, die uns persönlich gefallen haben. Und wir werden in jedem der Bereiche jeweils einen Schwerpunkt gerade haben. Also wir werden jeden Monat einen speziellen Film gemeinsam reviewen, ein Album, ein Spiel. Zu unserer Genese selbst fangen wir doch direkt mit den Filmen auch an. Also bei mir ging es mit den Filmen schon im recht zarten Alter los. Das weiß ich noch ziemlich gut. Im Alter von 6 Jahren war ich das erste Mal im Kino, damals in Disneys Ariel, die Meerjungfrau. Weiß ich sogar noch ziemlich genau. Und seitdem habe ich eine sehr große Affektion für große Leinwände, auf die man flackernde Filme projiziert. Seitdem ist das Filminteresse bei mir stetig gestiegen. Irgendwann wurde ich mir dann auch darüber bewusst, dass Filme zensiert werden bei uns, aus welchen Gründen auch immer, sei es Jugendschutz, sei es vorgeschobener Jugendschutz oder was auch immer der Grund da sein mag. Und seitdem bin ich auch ziemlich aktiv unterwegs, was Filmzensur angeht und bin dementsprechend dort auch fit. Filmtechnisch, es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich bevorzuge, auch wenn ich doch einen sehr großen Sweet Spot für sehr trashige Filme habe. Ganz besonders so B-Action-Filme mit Leuten wie Steven Seagal, die alten Chuck Norris-Filme, die alten Arnie-Streifen. Die schaue ich immer wieder gern, auch wenn ich mir natürlich bewusst bin, dass das keine besonders guten Filme sind. Mein filmischer Werdegang begann ebenfalls schon sehr früh, im zarten Alter von 5 circa. Mein erster Kinofilm damals war Manta Manta, gefolgt von dem Power Rangers Kinofilm. Ich war immer schon jemand, der gerne ins Kino gegangen ist, auch wenn meine Faszination dafür nicht die Ausmaße annahm für Leinwände, wie es bei Jim der Fall ist. Aber ich war immer gut zu haben für diese typischen 80er-Jahre Popcorn-Kinofilme im Sinne von Masters of the Universe, Ghostbusters, Indiana Jones und Star Wars. Mochte aber diese ganz skurrilen Filme, diese sehr fantasievollen und märchenhaften Filme irgendwie immer sehr, allen voran so etwas wie Edward mit den Scherenhänden. Neueres Beispiel dafür wäre wohl Pans Labyrinth. Und liebe generell gute Charakterdarsteller, allen voran Jack Nicholson und Liam Neeson. Ach, Neeson. Solange er nicht in Episode 1 mitspielt, ist er mir sehr recht. Hey! Gut, ja, dann hätten wir als nächstes die Musik. Da ich dort wesentlich weniger zu erzählen habe als du, Timo, hier lasse ich dir gerne den Vortritt mit deiner Genese. Ja, mein musikalischer Werdegang, das fing schon recht früh heimatgeprägt an. Da ich aus Niederbayern komme, auch wenn man das nicht hört, war ich ein Kind der Musikantenstadel geprägten Generation. Im Alter von 4, 5 Jahren war Heino mein größtes Idol, Schande über mein Haupt. Es ging dann weiter Anfang der 90er bis Mitte der 90er mit den sehr populären Euro-Dance-Pop-Bereichen von Hathaway, Wickfield, Erasure, Sparks habe ich gern gehört. Später dann auch weiter bis hin in Richtung Aqua in ihrer Frühzeit. Und ich entwickelte mich dann natürlich durch die aufkeimende Hip-Hop-Popularität sozusagen gezwungenermaßen auch mit hin zum Hip-Hop, war aber nie so wirklich mein Genre. Und mit Bands wie Limp Bizkit oder Linkin Park
oder auch dann ein bisschen später Slipknot, ging das dann so in die Richtung, dass ich zwar schon diesen Rap-Anteil hatte ein bisschen, aber dazu halt auch noch irgendwie ein bisschen diese kernige Härte, und diese kernige Härte hat mir sehr gut gefallen. Und wie es wohl bei vielen Metallern so ist, steigert man sich so langsam im Härtegrad, so peu à peu hoch. Und das hat auch dann dazu geführt, dass ich dann immer weiter in Richtung des Metal-Genres gekommen bin, habe für mich meinen Traumbereich im avantgardistischen Metal-Bereich gefunden, vor allen Dingen im avantgardistischen Black-Metal-Bereich. Und mit dem Label Prophecy, mit einigen guten Bands unter ihrer Haube, habe ich dann so als Lieblingsbands für mich dann seit bestimmt 10 Jahren umfassend Dornreich, Empyreum, Geist, Aggerloch und Nocta Obducta für mich kennengelernt. Also ich stehe auf sehr harten, melodischen Metal mit literarisch etwas vertrackteren Texten, und ich liebe lange, lange Lieder, die so ein richtiges Diner an Musik bieten und nicht nur schnelle 3 Minuten Fastfood-Kost. Ja, so viel zu meinem Werdegang. Jim? Ja, also bei mir war es da wesentlich unspektakulärer und kürzer und ich vermute auch ein bisschen langweiliger. Bis zu meinem, ich glaube, 13., 14. Lebensjahr. Wann kam 13 von den Ärzten raus? Männer sind Schweine, wann kam das? 97 oder 98. Ja, oh, da war ich ja gerade mal 10. 12 meine ich. Ja gut, dann so ungefähr zu dem Zeitpunkt fing ich an, mich so ganz, ganz langsam für Musik zu interessieren. Das war auch meine erste CD, die ich mir gekauft habe, 13 von den Ärzten. Was ich damals noch gehört habe, als sie dann so langsam anfing an Popularität zu gewinnen, war Linkin Park. Irgendwann bin ich dann auf Sonata Arctica, also auf Power Metal gestoßen. Hab zu dem Zeitpunkt auch schon Rammstein gehört. Dann war lange, lange, lange Zeit Stagnation auf dem Gebiet. Also ich habe weder großartig neue Sachen gehört, noch mich irgendwie danach umgeschaut. Dann bin ich mit Timo zusammengezogen und irgendwie innerhalb von gut 1,5 Jahren, ich weiß nicht, wie viele neue Bands ich kennengelernt habe. Ich glaube, dass das Erste, was ich durch Timo kennengelernt hatte damals, war Empyreum. Mit Empyreum kam Dornreich, mit Dornreich kam The Vision Bleak, und ab da fing es dann auch an, dass ich mich so ein bisschen umgeschaut habe, mich zunehmend an härtere Sachen gewöhnt und getraut habe. Ich weiß noch, wie ich am Anfang seine Musik als Krach, den man nicht hören kann, verschrien habe. Und ja, inzwischen kreist mein Kopf zu Gorgoroth. Und das ist so ziemlich das, wo ich jetzt inzwischen stehe. Ich würde nicht mal sagen, dass ich irgendwas ganz besonders präferiere, auch wenn ich natürlich zumindest im Moment primär wohl verschiedenste Arten von Metal höre. Um die Einteilung des Metals kümmere ich mich da allerdings recht wenig, da habe ich das Gefühl, braut eh irgendwie jede Band so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ne? Und ja, aktuell, was höre ich aktuell sehr gerne? Empyreum ist meine absolute Lieblingsband Nummer 1. Ansonsten höre ich aktuell sehr, sehr viel neues Querbeat, sehr viel Zeug, was mir auch gefällt, was mir sehr gut gefällt. Zuletzt war das letzte, in Anführungsstrichen, große Ding, was ich gehört und was mir gut gefallen hat, das Escale de la Lune von Alcest. Und ja, inzwischen versuche ich mich so ein bisschen von den Wurzeln, die da seit unseres Studiums gewachsen sind, ein bisschen weiter weg zu entfernen und mal ein bisschen in neuere Gefilde zu schnuppern. Ja, das war's so ziemlich bei mir.